Ja. Ich würde first gehen. Auf ein gutes. Dwarface? Tipp zum Adden? Perfekt. Oberste Karte verbannen? 1, 2 und 0. Offen. Ja, ja, das stimmt. Ja. Aktiviert X. Activate Fountain. Dann Activate zum Summon. Ja. Chaining 1 Fountain, target die beiden. Chaining 2 Hoggin, Kosten, Discard. Ja, und aktiviert. Die sagt, wenn ich ein Exorcista-Monster, also ein Exorcista-Monster hole, kann ich eine Karte callen und der Effekt der Karte bleibt bis zum Ende des Zuges angeführt. Also egal, ob die auf dem Feld ist oder nicht, einfach lingering. Und außerdem, wenn ein Exorcista-Monster an einem Kampf beteiligt ist, kann ich ein Special von ihm bekommen. Effekt? Ja. Ich für Kaskete. Effekt Carpe Diem wollen die Leben. So wird der Gäste für Higher Speed. Effekt Kaskete für Master Search. Thinking? Nochmal Summon Kissy Kill? Genau, jetzt haben wir einen Stand-Up. Effekt, kann ich ein Exorcista-Monster aus der Hand special? Special Sophia. Effekt Sophia, kann ich eine Karte. Effekt? Ja, kann ich. Dann Starter? Ja. Krieg ich 1-1 Schaden? Return. Effekt Blue? Was kann ja. Wenn ich dir eine Karte targeting von Feld oder Graveyard und wenn ich diesen Spielzug ein Exorcista-Monster exilgeschworen habe, dann kann ich noch eine Karte von dir benutzen. One Resolution. Oder ich kann Exorcista-Monster von dir wählen, oder nicht wählen, sondern benutzen, um eine Exilgeschwörung zu machen. Nein. Ja. So, kannst du machen. In IP? Effekt? Ja, so. Ist ein Quick-Effekt, Non-Target-Banish. Und wenn du einen Effekt aktivierst, kann sich ein Monster, was an dir dran ist, Effekt? Als Exil beschworen nach. Beschwört ein Kiste-Kill? Ja, und wenn sie beschworen, welchen Lila kontrolliere, darf ich Karte ziehen? Also zwei Finish. Effekt? Ja. Dann setze ich noch zwei Karten und dann ist es. Okay. Dann Special und Carrot? Ja. Und du bist? Ja. 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 Er sagt, wenn du vor Higher Monster spawnen und er liegt schon auf dem Feld, kann ich deine Waffe kaufen. Dann kann er Hino-Pop alles kaufen. Ja. Dann kann er schon mal. Ja. Thinking? Ulti ist er nicht, deswegen kann man nicht. Ja. Chain IP? Ja. Stand by me. Griffin? Dann Trigger-Effekt, Greif, Discard, Frost, Target, Starter und zu setzen, dann eine Karte zu ziehen, weil die Cooling sind. Eine Karte, die Karten kosten. Genau.
Was kann er nochmal? Spezial beschworene Monster können ihre Effekt nicht aktivieren, außer sie sind linked. Also heißt das nur in der Zone? Nein, gar nicht. Also du müsstest hier ein Link-Monster beschwören, das irgendwo drauf zeigt, dass du spezial beschworene Monster effekt aktivieren kannst. Achso, das zeigt. Nee, das zeigt theoretisch hier drauf. Achso, okay, ja. Okay. Und dann Chain 3 Effekt, die Patch. Also du kannst hier einen Effekt, hier einen Effekt in der Chain benutzen. Okay, dann. Genau, ja, Effekt Frost, weil du eine Karte nicht zugefügt hast, darf ich sie verbannen. Ja. Will ich einen Ebelschwung von dir und eine Karte ziehen? Ja. Ja. Okay, ich überlege. Ich zeig dir ein Excel-Kreuz. Ja. Und dann ein, also was quasi gelistet ist, also ein Text-Kreuz. Ja, okay. Magst du drachen? Ja, ja. Die ist reich für mich. Die? Nee, die ist reich. Ja. Was sind Activities? Dann kannst du ja kennen hier. Ich bin im Event-Phase. End of Main Effect? Ja, hier mal. Beschwört ein Lila-Monster aus dem Friedhof. Ja. Wenn sie beschworen wird, konnte ich den Kiste geht dafür gerade auf dem Spielwind zerstören. Ja. Effekt Target Albion. Jo. Ja, wollte ich mal kurz lesen. Ja, alles okay. Ja. Holy. Carrot Negate. Chain Lilla. Ja. Zum Beschwören wieder. Sein Effekt. Der neue Kette-Effekt zum Ziehen. Ja. Was ist ein Typ? Zum Abhängen. Die Trap. Ja. Effekt. Battleface? Ja. 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 Nehme ich 700. Endphase? Main 2? Ja. Endphase? End of Main? Effekt Runic Tip? Ja, okay, das hast du eh. Okay. Dann würde ich den Albers finish. Gehst du first? Jo. Okay, auf ein gutes. Ja, in Effekt. Ja. 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 Draw? Ja. Thinking in Draw Phase? Phase. In Draw Phase, activate Flashing Fire zum Summon? Ja. 3-3 und 2-1 ist super. Effekt, Kosten, Discard zum Adden? 2-6 für Spieler, 2-1 für dann Stand by Main. Ja. Fountain. Destruction Target. Zerstört den obersten 4 Karten verbannt. Effekt Fountain, Target die beiden. Okay. Normal Summon Frost. Ja. Effekt? Immer nur in dem Zug, in dem sie beschworen wurde. Ah, okay. Ja, also sonst hat Timo Detach für Search. Okay.
Das würde ich auch. Hurricane Ball Blocker Effekt kosten. Villa? Ja, besonders going first. Perfekt. Ich hatte eigentlich auch gut. Ja. Und ich hatte echt viel, aber ich kam es trotzdem. Besonders der Cosmic kam richtig gut. Ja. Also der kam richtig krass. Perfekt. Perfekt, Was war denn der Rubin? Villa? Ah, lol. Step 1. Skip Battle und du. Ja. Ja. End of Main Effect? Targeted? Nee, targeted nicht. Also ein Kiesekel Monster. Ist das fein? Effekt zum Ziehen? Wenn ich alles in Rico fahre, dann kann das ich das Special. Nur in der Main-Phase, ja. Ja, okay. Dann setzt noch einen. Dann Effekt. Dann Draw. Stand by Main. Special Summon. Effekt gibt Link 4 in Torres Honey. Ich kann sie für Kost tributen und dann einen Lilla und einen Kiesekill Monster aus dem Friedhof beschwören. Und ich kann sie verbannen, also in meinem Zug. Ein Evil Twin von mir für Non-Target senden auf dem Friedhof, dann eine Karte von dir Non-Target senden. Magnifica. Und nochmal. Thinking. Effekt Rüstung, Target, Gigantic. Ist Rex User Activate? Kein Rollfall. Dann Enter Battle Phase. Jo. Mit 2-5? Ja. Und mit 3-3? Ja. Bist du bei 2-2, oder? Ja. Effekt? Ja. Zum Tributieren? Ja. Für Kosten? Ja, dann würde ich Call File. Ja, ist fein. Deiner. Ja, Stand by Main. Ja. Ist das schon höher oder niedriger? Ne? Ja. Tragödie-Effekt zum Zoomen von einem Desperation. Ja. Ja. Und summon Albion Effect. Chain. Kann ich kurz lesen? Ja. Das war aber der Rubik, den du geedit hattest mit Draw.
Stamp by Main. Ja. Freezing Curses zum Summon. 1 Fountain, Target, Freezing Curses, Flash and Fire und Destruction. Chaining 2, Huggin, Kosten, Discard. Ja, ich denke, das ist. Willst du noch spielen? Oder? Kannst du entscheiden. Ja, ich guck's mir mal an. Okay. Kannst du abheben? Ah, sorry, das waren die 3 Karten. Du musst unter das Deck, nicht meine Hand. 2, 3. Muss ich auch noch irgendwas zappern? Nee, du musst dich zappern, alles gut. Dann Special Blue Effect. Jo. Mit dem Fuchsbuch. Dann Carrot? Ja. Ja, ich will dann on race mit Shimano. Was heißt für? Kannst du gut lesen? Aber ich glaube, ich kann mit deinem mal nicht fusen. Ja, stimmt, das habe ich. Ja. Ja, Pop, den ja. Habe ich schon benutzt, das Vorzeichen. Aber ich kann du kannst, also wenn du nicht von mir musst, musst du von mir, da musst du von dir dann. Achso, aber ich kann auch Spezialbeschwörung. Ja, du hast nur keinen Effekt aktiviert und nicht angreifen. Ja, okay, ja. Dann nehme ich die beiden. Ja, warte mal. Okay. Ja. Ja. Das ist fein. Ey, was kann er? Nur wenn er zerstört wird. Zerstört oder auf den Friedhof gelegt? Wenn er zerstört wird, kann er alle Spezialbeschwörungen von zerstören. Okay. Effekt Rüstwurm. Ja. Target. Ihn. Ja. Mutig, ich hätte dann einen Effekt nicht gehabt. Ne? Dann Special Jet Effekt. Dann Special Carrot. Ja. Andere ist ein Brave. Link 2 in Muckwacker. Weißt du, was ich kann? Ich kann Fiendmonster an meinem Friedhof wählen. Dann, wenn das durchgeht, kann ich eine Karte discarden, spezial beschwören. Effekt, Target, Lilla. Discard. Dann Effekt Lilla. Effekt Kiesel zum Ziehen. Dann Starter. Ja. Standby. Kriege ich 1-2 Schaden. Und falls ein Fiendmonster durch Kampf oder Karteneffekt zerstöppeln würde, kann ich anstatt ein anderes Fiendmonster als Tribut anbieten. Ich muss kurz. Ja, okay. Also das ist Mantis. Thinking. Aber dann skip Battle und du. Ja, das hast du. GG. Das war lauter.